Grüß Gott und herzlich willkommen wieder mal. Die besten Geschichten schreibt doch das Leben. So wurde mir vor einigen Jahren eine schöne Geschichte erzählt. Eine Frau, eine relativ unscheinbar wirkende Frau. Nicht besonders mutig, aber auch nicht ängstlich. Die war mal ums Eck im Supermarkt beim Einkaufen von ein paar Backwaren. Die Bäckerei ist vorgelagert gleich im Eingangsbereich des Supermarkts. Und da ist die Frau gestanden und hat da gewartet, bis sie an der Reihe ist. Der Blick von ihrem Standpunkt aus ging raus zu den Parkplätzen. Und da sieht sie, wie ein schnittiger, flotter Wagen von einem attraktiven jungen Mann hinterm Steuerrad gerade linig auf den Behindertenparkplatz zufährt und tatsächlich darauf stehen bleibt. Voller Interesse hat sie zugesehen und hat gesehen, wie ein oder dieser junge Mann flott aus dem Auto rausgestiegen ist und forschen Schrittes Richtung Supermarkt. Als er dann in dem Vorraum, wo die Frau gestanden ist, angekommen ist, hat sie sich ihm in den Weg gestellt. Wissen Sie, dass Sie auf dem Behindertenparkplatz parken? Brauchen Sie den wirklich? Ja, ist mir egal. Nein, das soll Ihnen aber nicht egal sein. Der Parkplatz wird von vielen Menschen benötigt. Ich sehe immer wieder und sehe viele Menschen, die diesen Parkplatz nützen, weil sie nicht so flott unterwegs sind wie Sie. Ach, lassen Sie mich in Ruhe. Die Frau hat sich ein wenig größer gemacht. Sie gehen jetzt sofort raus und fahren ihren Wagen auf einen anderen Parkplatz. Warum soll ich das machen? Sie machen das sofort. Wissen Sie, mit wem Sie es zu tun haben? Der junge Mann hat ganz kurz gestutzt, hat sich umgedreht, ist raus und hat seinen Wagen umgeparkt. Das hat mir eine liebe Freundin erzählt. Sie hat es selber erlebt vor einigen Jahren. Und diese Geschichte, die macht mir immer mal wieder Mut, auch ehrlich und offen sein zu können. Weil ich finde, dass Geschichten Mut machen können. Mut, den man dann gar nicht mehr als Mut bezeichnen kann, sondern als Selbstverständlichkeit. Und meine Freundin hat einfach diese Menschen, die solche Parkplätze wirklich benötigen, im Herzen. Sie hat nichts Schlechtes über den jungen Mann gesagt, gar nichts. Sie hat nur gesagt, sie hat das nicht richtig gefunden und darum hat sie sich ihm in den Weg gestellt. Und ich freue mich riesig, wenn ich viele Daumen nach oben bekomme, damit das Video an viele weitergereicht wird. Denn ich weiß dann, dass solche Geschichten wichtig sind, um an der Menschlichkeit weiterzubauen. Die Menschlichkeit, die ein bisschen verloren gegangen ist, ein bisschen sehr verloren gegangen ist. Und ich weiß, dass jeder von uns dazu beitragen kann, wieder Menschlichkeit ins Leben zu holen. Und darum, Dankeschön für viele Daumen nach oben, für Abo, für einen Kommentar. Vielen lieben Dank. Tragen wir solcherlei Geschichten hinaus ins Leben. Bis zum nächsten Mal.